Jörg Stritt und Rolf Bühler haben jetzt als Vorfahrer eine die Zeitfahretappe von Worb nach Worb gemacht. Sie sind in Grossachstetten gestartet und in Grossachstetten wieder angekommen. Nach wie lang seid ihr wieder hier getroffen? Haben wir mehr wieder eine Stunde gehabt, Jörg? Ja, deutlich mehr, ja, ja. Mit diesen Steigungen drin. Und in unserem Alter. Ist klar. Ja. Und ihr seid mit dem Mountainbike unterwegs gewesen. Das heisst, ihr habt ja auch etwas mehr Widerstand gehabt. Die Abfahrt von Grossachstetten nach Worb konnte ihr geniessen. Nicht wirklich, nein. Wir hatten einen wahnsinnigen Gegenwind. Ich weiß nicht, ob der Rolf, der hinter mir war, den Windschatten ausgenutzt hat. Das habe ich nicht so genau festgestellt. Mein aber Gewicht hat mir etwas geholfen. Ich musste also recht schalten, dass es nicht sie ist. Für die Zuschauer wird es ja ein grosses Ereignis sein. Einen Tag lang steht Grossachstetten Worb und Konolfingen im Zentrum vom Fernsehen. Welches ist für die Zuschauer die beste Möglichkeit, dort zuzuschauen? Keine Frage, Jörg. Im schönsten Dorf vom Emmental schaut man auch dieser Etappe von der Tour des Suisse zu. Und wo ist das? Das Grossachstetten. Und wo genau das Grossachstetten? Das Grossachstetten ist es überall schön. Ich habe noch einen anderen Tipp. Wenn jemand selber mit dem Velo vorher auch ein bisschen fahren möchte, müsste einfach rechtzeitig gehen, bevor die Profis kommen. Wäre Hütligen auch noch ein Tipp. Und zwar dort, wo die Steigung fertig ist, wo es eine scharfe Linkskurve gibt, wo es nachher wieder flach wird und später durch den Wald abgeht. Noch die Abschlussfrage. Doping, Ernährung. Was ist euer Geheimtipp als Hobbyfahrer? Wie habt ihr euch gestärkt heute Morgen? Für mich ganz normal, so wie ich immer zu Morgen esse. Ein bisschen Müsli, ein bisschen Brot, ein bisschen Gomfi. Zum Mittag normal, Kartoffelstock, Fleisch, Gemüse. Also ich habe mich nicht besonders speziell darauf vorbereitet. Also ich auch nicht. Ich habe ja eine ernährische Vorbereitung. Das Doping ist nachher gekommen. Bei Floraline Kopp haben wir noch die alten Oster-Eile gegessen. Merci vielmals.